Hallo und herzlich willkommen zum etwas, hi Nani, zum etwas verzögerten, ja, wir hatten jetzt ein bisschen Probleme mit dem zeitlichen, Weekly Community Time. Genau, ihr kennt vielleicht, was? Die Nani. Ihr habt ja vielleicht das mein Weekly Gaming jetzt mitbekommen, wo wir jetzt quasi so die News und alles da reingepackt haben. Dafür haben wir uns jetzt gedacht, machen wir am Wochenende rein Fansachen rein in den zweiten Teil vom Weekly. Mhm. Da wir das aber nicht mehr alles schaffen, die ganzen Briefe vorzulesen, haben wir uns jetzt einen Stapel geschnappt, haben die uns alle angeschaut erstmal, werden natürlich aber auch nochmal die Briefe ein bisschen genauer. Das ist der Stapel an Briefen. Genau. Das sind jetzt wirklich nur die Briefe. Da haben wir jede Menge Sachen, die wir auch schon wieder gesehen haben. Auch schon wieder einige Gaffer-Tape-Sachen drin, die wir bewerten sollten. Gaffer-Tape. Gaffer ist ein Klebeband, was unheimlich stark klebt. Stimmt, das hatte ich bei der Bundeswehr. Bei uns dieses Panzertape. Dazu, was hatte ich gesagt? Ich hatte 4 oder du hattest 2. Ne? Welche fandest du am besten von den Waschis? Ich fand die 2, das war das rosane. Und die 4, das blaue. Ja, genau. So viel schon mal dazu. Wir werden auf jeden Fall die ganzen Sachen durchlesen, denn das ist uns immer noch sehr wichtig. Nur wir können einfach nicht mehr alles in das Video reinpacken. Genau. Aber. Sag du erstmal. Aber das heißt nicht, dass sie uns weniger wichtig sind. Und zumindest die Sachen, die ihr für uns gemacht habt, packen wir auf jeden Fall hier rein. Genau. Und ich bin jetzt ganz oft gefragt worden, ob ich nicht mal wie die Mandy, die ein Frag die Alicia-Format hat, ob ich nicht ein Frag die Dina-Format machen kann. Wir haben ja immer Fragen beantwortet im Weekly und ich habe mir überlegt, schreibt doch nochmal unter dieses Weekly drunter mit Hashtag Frag. Mit Hashtag FragSepp, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Denn nächste Woche werde ich das Weekly alleine machen, denn Fabi ist on Tour. Ich bin in London, genau. Und deswegen kümmert sich die Kadi darum. Genau, und ich zeige dafür dann, wo ich war, in einem Special Vlog. V. Nee, das ist ein Y. Ja, du musst die Arme unten abpacken. Ab dem Handgelenk, dann ist es ein V. So, so ungefähr. In einem Special Vlog. Genau, und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich dann nächste Woche einfach mal ein Weekly, wo ich eure Frage beantworte. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, mit Frag Sepp und die sind farblich so unterschiedlich, weil ich so, weil ich so angeleuchtet werde vom Monitor. Ich bin einfach brauner. Ja, das auch. Gut, auf jeden Fall. Hast du noch was zu sagen oder wollen wir losfangen? Ich glaube, ich bin durch, ja. Okay. Wir haben einen Briefumschlag bekommen, den wollten wir euch nicht vorenthalten. Der ist mit so viel Liebe verziert gewesen. Hier oben, das ist die schlichte Vorderseite. Und auf der Rückseite sieht der so aus, da ist so viel draufgeklebt gewesen. Dass das alles draufgeblieben ist. Ja, ne? Dass das so gehalten hat. Weil da kenne ich ganz andere Sachen, die einfach in der Post teilweise abfallen. Und den fand ich so cool, den wollten wir unbedingt mal. Das ist ja auch schon wieder quasi ein Gemälde. Quasi, ja. Der ist echt richtig cool. Und dann kommen wir dann noch direkt zu den anderen Bildern, die da in dem Umschlag drin waren. Das war nämlich, das ist eine kleine Eule, ne? Die hat ein kleines Hütchen auf. Ich fand die Eule so süß. Willst du die bei dir rüber tun? Ja, mach mal das so. Geh mal einfach mal weiter. So. Genau, da war hier noch ein Armband drin. Paddel? Oder was meinst du, was das heißt? Sieht aus wie Faddel, oder? Ja, das heißt Faddel. Auf jeden Fall. Faddel. Sieht das ja immer verkehrt rum. Hat das dann aber ganz viel mit Aufklebern war da dran. Ich finde euch klasse. Ha, ich habe es gespiegelt gelesen. Durch den Brief durch sogar. War da noch, ich glaube, das sieht man gerade ein bisschen schlecht in der Kamera, das I Love Zep mit dem Blümchen. Ja, das ist das Problem, ist weiß auf, andersrum, orange auf weiß. Ist immer ein bisschen schwierig natürlich zu lesen. Das hier sieht man dafür wieder umso besser. Aber auch noch, es ist so ein, ist das auch ein Washi-Tape? Das ist auf jeden Fall, ist da, Nani will auch gucken. Ja, auf jeden Fall ist das Stoff, also es ist so ein bisschen, fühlt sich so Textil an. Abgesegnet und improved bei Nani. Ja, jetzt guckt sie, ob dahinter auch noch was war. Das heißt, das ist für sie uninteressant. Ja, ne, kann man nicht essen, ist kein Esspapier. Dann war ein Romero-Bild dabei. Das sieht sehr, sehr cool aus. So, genau. Ich halte es quasi immer schon so, wenn man so fließbandmäßig. Fließband. So, weitergeben. Nächster sind über 4 Stufen. Dann ein Bild von einem Alicia Online-Charakter mit den Hasenöhrchen,
dem blonden Zopf und dem Bunny-Outfit. Das finde ich auch sehr cool. Das habe ich mir auch geholt. Ah, okay, da hier auf dem Rücken war das. Das bitte nicht beachten, steht auf dem Rücken. Und auch noch dabei war dieses super putzige Einhorn. So ein bisschen im Manga-Stil mit dem Auge. Das fand ich so knuffig auch. Tada. Oder was meinst du? Ja, sehr knuffig. Ja, sehr knuffig. Und die Hanni hat eine Fliege gefunden. Was, echt? Ja, stimmt. Ja, da ist eine. Ja, nicht mehr lange, Hanni. Die erste Frostnacht und dann war es das mit den Fliegen. Ja. Die Hanni macht nämlich immer nur Fliegencatchen. Ja. Wir haben zwar nur eine einzige, aber die ist mal wieder... Ein kleiner Aufkleber. Und was ich total süß fand, ein Bild mit Classy Girl noch. Ich war mit Classy Girl unterwegs. Extra auf Fotopapier gedruckt. Das fand ich total toll. Yay, du und ich. Es ist aber auch echt ein schönes Bild. Mit Wildster. Also, so sieht ja mein Wildster aus, mit dem Wildster morgen. Ich weiß nicht, wie das morgen. Weil ich hatte auch gestern Classy. Oh. Dann war eine Postkarte dabei. Die zählt natürlich doppelt. Die haben wir einmal beim Briefstapel und einmal beim Bilderstapel. Oh mein, sieht man hier, was ich gerade hinten laufen habe? Also pseudomäßig. Bundesliga! Souverän vom Punkt. Darmstadt führt dank Cola. Ja, ist gerade hinten einfach an. So, dann haben wir ein Fabi Serkali. Dann wisst ihr nämlich genau, wann wir das Ganze nämlich aufnehmen. Gerade Tor für Hertha. Das heißt, ihr wisst genau, wann wir das aufnehmen. In der 29. Spielminute. Ja. Und was auch noch derselben Zuschauerin kam wie das hier, was ich total süß finde, ist dieses Hanni Nanni Romero Bild. Ist das nicht knuffig? Das ist so süß! Das ist so knuffig. Nanni, erkennst du dich wieder? Ja, ne? Fabi spielt Shakes in the Kitchen. Ich wusste gar nicht, dass das. Ja, ich wusste gar nicht, dass es gerade noch lief. Ich habe so eine lange Mission angemacht. Das habe ich total vergessen. Oh Mann. Jetzt kommt es als Shakes and Fidget Let's Play Marken. Dann haben wir auch noch von der Zuschauerin Armbändchen bekommen. Na, da. Nicht Hundbändchen. Nein. Boah, mach das nicht. Arme Nanni. Das ja. Grün-Weiße ist für dich. Ja. Und das Blau. Ich krieg's mit einer Hand. Rote ist für mich. Und damit ist auch die Frage aus dem Brief beantwortet worden. Da stand nämlich drin, ich hoffe, sie passen. Ja. Sogar sehr gut. Habe ich noch. Ihr seht, ich habe noch richtig viel Platz. Dann hatten wir hier. Oh ja, ja, ja. Das ist ja schon ein schweinealtes Bild von dem Weekly. Ja. Das ist schon Ewigkeiten her. Ganz, ganz. Ich glaube, die Nani möchte aber nach oben kommen. Die ist schon wieder auf so. Ja, komm her. Na komm. So. Ja, Nanni. Jetzt sitzt sie da. Und ein Bild von einer miese Katze. Eine britisch Kurzhaar. Ich habe den Namen aber vergessen. Der ist mir wieder entfallen. Tut mir leid. Nein, Nanni, das ist nicht dein Bild. Nein. Ganz, 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 ganz viele Zs und Zaps. Und Zs. Ich muss mal gucken, dass ich es richtig reinhalte. In der Mitte und links und rechts sind Zs. Und ein großes Z in der Mitte. Andi, was machst du denn da? Sitzt sie vor allem verkehrt rum. Ja, irgendwie schon. Du machst es dir echt... Na komm, Nanni. So. Das ist der Vorteil an kleinen Hunden. Man kann sie einfach rumheben. Ja, stellt euch mal vor, wir hätten eine Dogge. Das wäre jetzt schwierig gewesen. Dann wäre auch das ganze Bild hier so voll davon. Dann wäre wahrscheinlich so der Hund bis hier gegangen. Dann wäre da gar nicht mehr ganz im Bild drin gewesen. Ja, wenn ich sie so hochheben könnte. Den. Jetzt ist sie doch wieder da. Das ist immer noch nichts für dich, Nanni. Du bist ein Eumelchen. Oh. Oh. Da sitzt sie. Ein Armband war da noch drin? Ich denke mal ein Armband. Ja, das kann nur ein Armband sein. Warte, ich mir nochmal hier an. Und ein Love-Zap mit ganz, 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 ganz vielen Herzchen. Jetzt habe ich mein Herzchen gar nicht hier, ansonsten hätte ich jetzt mein Herzchen zurück in die Kamera halten können. Mach mir das so. Ich muss mal schauen, dass ich das auch so ein bisschen zentriert halte. Deswegen gucke ich hier auch immer eher auf das Display. Also sorry dafür, jetzt werde ich immer mal wieder, wird mir immer mal wieder angehalten, dass ich mehr in die Kamera gucken soll. Ja, das ist aber auch manchmal sehr schwierig. Ja. Dann haben wir hier, wow, ein Hanni und Nanni Bild. Wie kann man, ja verdammt, ich dachte, man kann sie vielleicht zusammenhängen. So.
Nee, also jetzt schimmert das so durch. Jetzt ist es quasi ja, so. Ja, man sieht es kaum in der Kamera. Jetzt ist es Cat-Dog. So müsste man das von hinten so Halb Hund, halb anderer Hund. Jetzt wird es auf einmal doch wieder weg, oder was ist? Jetzt komm, Nani, dann hebe ich dich jetzt wieder runter. Du bist ein Eumel. 7 Kilo pure Knuddeligkeit. Ja, Nani hat zugenommen. Kleiner Wonneproppen. 2 Kilo. Aber ist auch schon eine Weile her, als wir das letzte Mal gewogen haben. Also es kann auch einfach mit normal wachsen immer noch. Das letzte Mal wiegen ist, glaube ich, tatsächlich schon 2-3 Jahre her. Und ganz, ganz super putzig, Hani und Nani als ganz kleine Figürchen. Trifft sehr gut. Ja, tatsächlich. Die sind echt total süß. Ah, stell ich mir jetzt gerade mal dahin. Hier ist auf meinem Mauspad gerade. Das ist immer das Baby. Das Cat sieht so ein bisschen aus wie Morningstar. So. Ich glaube, man konnte es gut sehen. Und ich hoffe immer. Zu guter Letzt haben wir noch ein Päckchen. Da waren noch Fotos bei. Fotos. Von Schleich. Die, steht noch was? Kali und Romero steht da noch. Kali und Romero, und ja. Von der Lila Opal-Water. Oder Laila. Lila oder Laila? Laila. Auf jeden Fall von der Lia. Von der Lia, genau. Das passt tatsächlich ganz gut, nur dass der Romero nicht mehr nicht so schön dressurmäßig geht meistens. Aber ansonsten, eine Zeichnung war da auch noch drin in dem Paket, fand ich auch total süß. Hätte der Romero mal so einen schönen Shop, der Romero hat nämlich die ganzen Haare durch. Der hat aber so eine Fliegenmütze auf im Sommer und dann fallen ihm nämlich vorne die Haare aus vom Shop. Deswegen hat er kaum noch Haare. Man kann nicht mal mehr einen Idiotenzopf machen. Idiotenzopf? Ja, wenn man vorne den Schopf flechtet. Und ein Schleichi war noch dabei. Ein Schabrackenschecke. Sehr, 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 sehr schön. Müsste ich jetzt aber, ich denke mal fast, dass das ein Appaloosa sein dürfte. Steht da eine Rasse drunter? Ich weiß gar nicht, stand es bei einem Schleichi drunter? Stand es immer drauf? Ich weiß es nicht. Nee, stand nicht dabei. Soweit aber zu uns. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal geguckt. Oh. Stand immer in diesem. Ich hatte immer so ein Büchelchen früher von Schleich. Da waren immer alle Sachen drin, die es gab. Und dann habe ich mir mal angekreuzt, was ich haben möchte. Meine Oma hat es mir mal mitgebracht. Oh Mann. Soweit aber zu unserem ersten Zap Weekly Community Time. Wo wir jetzt das immer dann so machen werden. Dadurch kommen wir an deutlich mehr Sachen, die wir auch beantworten. Natürlich gibt es jetzt dann auch an die ganzen Leute die Autogrammkarten zurück. Wir packen jetzt immer einen Stoß rein. Müssen dann schauen, wie viel wir dann pro Fahrfilm auch zurückbekommen. Aber wir beeilen uns auf jeden Fall, dass das alles dann jetzt deutlich schneller geht. Wichtig, wenn ihr ein Autogramm haben möchtet, legt immer einen Umschlag bei mit Briefmarke entsprechend. Genau. Denn ihr seht, wie viele Briefe wir bekommen. Das war ein Bruchteil von dem, was wir noch liegen haben. Genau. Wenn wir dann hier den Rückumschlag zahlen müssten. Das sind, glaube ich, 70 Cent, 72 Cent. Mindestens, weil manche ja auch noch aus Österreich oder sonst wie kommen. Das wäre ganz schön teuer. Und wenn ihr Fragen habt, einfach darunter unter das Weekly dann mit fragt Zap bitte darunter schreiben dann. Und dann gucken wir, dass wir die dann immer in die nächsten Folgen mit reinpacken. Bitte das davor schreiben, ansonsten geht das einfach teilweise extrem unter. Und deswegen das bitte machen, ansonsten ist das kein Problem, dass wir das beantworten. Genau, und dann mache ich nämlich nächste Woche ein Frage-Antwort-Special quasi. Ganz genau. Damit dann noch ein schönes Wochenende. Genau. Morgen, ganz wichtig, nicht, dass es eine andere nicht mitbekommt, morgen kein SSO, das war nämlich Mittwoch. Morgen kommt dafür mein Mittwochsprojekt, Deo 6. Und noch was anderes. Oder nicht? Davor meinst du? Ja. Arc Age? Ganz genau. Genau, da kommt nämlich noch der dritte Arc Age Stream für diese Woche. Wir sind jetzt schon ein paar Mal gefragt worden, wann kommt denn der nächste Stream? Morgen. Und mit 3.0 dann wahrscheinlich auch regelmäßiger, weil wir möchten jetzt gerade nur noch so ein bisschen wieder reinkommen, aber mit 3.0 dann wieder von vorne auf den neuen Kontinent starten. Mit den neuen Rassen, genau. Wir sind nämlich so oft gefragt worden von euch. Ganz genau. Damit dann, wie gesagt, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.